Herzlich willkommen hier im Basecamp on Air zu unserem Talk KI in Politik und Wirtschaft. Zum ersten Mal online, normalerweise im Telefonica Basecamp in Berlin. Freuen uns, dass Sie und ihr alle heute hier erschienen seid. Unser Thema heute: Schaffen wir das? Kann die Wirtschaft in Deutschland dank KI neuen Schub bekommen? Denn die Corona-Pandemie stellt uns gesellschaftlich und wirtschaftlich vor ungeahnte Herausforderungen. Die ökonomischen Folgen für Deutschland und Europa sind derzeit noch nicht abzuschätzen. Über eines sind sich aber fast alle Expertinnen und Experten jedoch einig, dass die Digitalisierung hoffentlich einen weiteren Rückenwind erhalten wird. Dazu können vor allem künstliche Intelligenz und Machine Learning maßgeblich beitragen. Welche Rahmenbedingungen muss die Politik setzen, um diesen Kurs zu unterstützen? Was plant die Regierung und das Parlament? Was kann man auf europäischer Seite tun? Und in welcher Verantwortung steht die klassische Wirtschaft? Diese Fragen wollen wir mit euch und Ihnen und mit einem spannenden Panel diskutieren. Ich begrüße recht herzlich Mario Brandenburg, Bundestagsabgeordneter der FDP. Hallo Mario. Hallo, grüß euch. Grüß dich. Falko Moers, auch Bundestagsabgeordneter, aber der SPD, also eine der Regierungsparteien. Hallo Falko. Kannst du uns hören? Und hallo. Und hallo, grüß dich. Beide sind ganz nebenbei Mitglied in der KI-Enquete-Kommission und das führt uns zu unserem dritten Gast. Tina Klüver ist Sachverständige der Enquete-Kommission KI und im Vorstand des Bundesverbandes Künstliche Intelligenz. Die 230 Startups und kleine Unternehmen mit dem Fokus KI und Machine Learning vertreten. Hallo Tina, grüß dich. Hallo, freut mich. Freut mich auch. Und Florian Bogenschütz, Geschäftsführer der Vaira Germany GmbH aus München. Grüß dich, Florian. Servus, hi. Hi, servus, ebenfalls. Also normalerweise können ja die Zuschauer im Basecamp Fragen stellen und das machen wir hier natürlich virtuell auch. Also bitte in YouTube in die Kommentare einfach Fragen stellen und mein Kollege David in München wird die sammeln und mir weiterleiten. Und um am Anfang eine gewisse, ich sage jetzt mal, Einschätzung zu bekommen, möchte ich Tina Klüver am Anfang fragen, wie geht es eigentlich den KI-Startups zurzeit? Ist da eine Welle an Insolvenzen zu befürchten oder sind die immun gegen die aktuelle Situation? Ja, das ist natürlich auch eine große Frage. Grundsätzlich gilt natürlich, dass auch die KI-Branche genauso wie andere Branchen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage betroffen ist. KI-Anwendungen sind ja häufig branchenorientiert auch. Das heißt, es gibt zum Beispiel KI-Software für den Tourismus, KI-Software für beispielsweise Veranstaltungstechnik. Und das sind ja schon zwei genannte Zielbranchen, denen es im Moment sehr schlecht geht. Und da geht dann natürlich entsprechend auch das KI-Angebot auch mit. Also da lässt sich das direkt eins zu eins auch mit so nachvollziehen. Darüber hinaus ist es so, dass wir beim KI-Bundesverband, wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern zur Corona-Krise und den Auswirkungen, die sie auf ihr Unternehmen sehen. Und es ist schon klar erkennbar, dass da eine große Sorge auch ist, weil KI als Teil, als sozusagen Spitze des Eisbergs der Digitalisierung natürlich auch ein starkes Innovationsprojekt jeweils ist. Das heißt, Innovationsprojekte werden aktuell häufig nach hinten geschoben, weil die Kunden verständlicherweise natürlich auch viele andere Dinge erstmal zu regeln haben. Die müssen erstmal schauen, wie sie in dieser Situation jetzt überhaupt umgehen können mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Geschäften. Und da werden solche Innovationsprojekte viel erstmal vertagt. Und das ist ein Zustand, der auch ganz klar bei unseren Mitgliedern auch schon angekommen ist. Da sind 80% der Mitglieder der Meinung, dass sie sowohl jetzt gerade viele Projekte verschieben müssen, als auch wenig neue Projekte im Moment abschließen können. Das heißt, Dinge, die jetzt laufen, die laufen auch noch weiter und das ist, läuft eigentlich gut. Aber es ist davon auszugehen, dass eine Delle sich bemerkbar machen wird in den nächsten Monaten. Und das wiederum spiegelt sich auch wieder in der Umfrage, in denen die Mitglieder gesagt haben, sie rechnen so in 2 bis 3 Monaten damit, dass sie vielleicht existenzgefährdend tatsächlich da in Situationen kommen.
Und Also ist noch. Kurzarbeit und Sofortmaßnahmen ein Thema gewesen? Oder sagen die Leute, ne, pass mal auf, wir warten mal mit solchen Maßnahmen? Oder haben die beispielsweise, sind die auch auf die Soforthilfe, die ja die Bundesregierung und das Parlament verabschiedet hat, zugegangen? Ja, also das ist ganz klar erkennbar. Gerade die Soforthilfen sind gerne in Anspruch genommen worden und auch viel gelobt worden, was allerdings tatsächlich nicht gut für die Situation von auch jüngeren innovativen Unternehmen und Startups funktioniert, sind die klassischen Kreditunterstützungen. Da gibt es Schwierigkeiten, was auch grundsätzlich mit Startups zu tun hat, aber da gibt es ja jetzt glücklicherweise auch das neue Bundesprogramm für die Corona-Schutzhilfe für Startups mit entsprechenden neuen Instrumenten, die dieser Situation hoffentlich dann Herr werden können. Falke Moers, als Vertreter einer Regierungspartei, bist du ja da involviert. Die Soforthilfen werden gut angenommen, die Kreditgeschichten werden kritisch gesehen. Aber wie bewertest du denn die aktuellen Hilfspakete und kannst du vielleicht was zu dem 2-Milliarden-Paket der Regierung, für Start-ups sagen? Ja, also erstmal, ich glaube, zu dem Thema Soforthilfen kann ich das wiedergeben, was Tina Klüber eben ja auch schon sagte. Ich glaube, was die Zuschüsse angeht, also diese 9 bzw. 15.000, das hat wirklich, glaube ich, großen Anklang gefunden. Ich erlebe das in einigen Bundesländern, auch zugegebenermaßen bei uns in Niedersachsen so, dass wir, was die Bearbeitung und die Auszahlung angeht, nicht so schnell sind, wie wir das wollten. Da gibt es bei der N-Bank, also der Landesförderbank, die das eben bearbeitet, ein paar Herausforderungen, die nach und nach abgestellt werden. Aber da erlebe ich halt, dass wir Schwierigkeiten haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Programm wirklich gut. Was Tina Klüver eben sagte, ist aber gerade bei Startups haben wir ja nochmal eine besondere Situation. Wir erleben eben ja auch das private Geldgeber wegbrechen, wenig überraschend. Wir haben das eben schon gehört, wie kritisch auch neue Projekte betrachtet werden. Und das erleben wir natürlich auch bei Kapitalgebern. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen ja insgesamt diesen 10 Milliarden Zukunftsfonds auf die Straße bringen und haben jetzt gesagt, wir nehmen davon die ersten 2 Milliarden und organisieren über diesen ersten Schritt schon mal eine Corona-Soforthilfe für Startups. Und da wird es zwei Säulen geben. Die erste bezieht sich im Prinzip darauf, dass wir private Geldgeber nochmal matchen. Also es soll so eine Corona-Matching-Fazilität geben, wo wir zwischen 50 und bis hin zu 70% sagen, wir geben nochmal staatliches Geld mit zu dem privaten Geldgeber hinzu und unterstützen somit eben dort die Finanzierungsrunden. Und das Zweite, das ist eher so Zielrichtung kleinerer Startups. Da sagen wir, geben wir Überkredite von der KfW an die Landesbanken und dann eben dezentral organisiert Kredite beziehungsweise Zuschüsse eben an kleinere Startups, das bewusst, aber dezentral, weil wir sagen, dass da die Nähe zu den notwendigen, sag ich mal, Unterstützungsbedarfen größer ist, als wenn wir das zentral vom Bund aus organisieren würden. Deswegen eben diese zwei Säulen, die wir da geplant haben. Okay, Mario Brandenburg als Oppositionspolitiker begleitet man ja die Regierung, ich sage jetzt mal konstruktiv kritisch. Wie ist denn deine Einschätzung der Hilfen für die Digitalwirtschaft und für Startups? Also es ist in der Tat so, dass in so einer Krise da natürlich zwei Herzen in einer Brust schlagen. Auf der einen Seite ist man natürlich Oppositionspolitiker und muss den Finger in die Wunde legen. Auf der anderen Seite ist eine Krise die Stunde der Regierung und das im Prinzip auch zu Recht. Wenn man selbst auch in der Firma mal irgendwie weiß, es wurde eng, dann braucht man eben schnelle Entscheidungen. Und insofern haben wir da vieles auch mitgetragen. Und jetzt so langsam kann man dann aber schon wieder anfangen, Fehler zu kritisieren. Falco hat ja angesprochen, dass es manchmal dann in den Ländern nicht so geklappt hat, wie das alles eigentlich gedacht war. Insofern schwamm drüber. Richtig ist natürlich, dass die Startup-Branche erst warten musste. Wir haben da im März schon relativ früh darauf hingewiesen. Jetzt ist im Prinzip die Lösung da. Das ist erstmal zu begrüßen. Generell sehen wir natürlich, dass wir in Deutschland jetzt ein bisschen den Preis zahlen, dass wir an der ganzen Finanzierungsecke zumindest nicht die Ersten waren oder teilweise eigentlich auch geschlafen haben. Denn natürlich ist eine Soforthilfe eine Rettungsaktion und das ist richtig, das ist legitim, aber kein Startup wird letzten Endes aufgrund von 9.000 Euro Soforthilfe den Erfolg schaffen oder nicht. Und da ist der Fonds, den Falco angesprochen hat, also einfach ein genereller Innovationsfonds,
extrem wichtig, um eben auch Kapital von Privaten, vom Staat zu holen, zu hebeln und dann auch Startups finanzieren zu können. Und die Diskussion ist ja alt, die letztendlich in der Biotechnologie, New Space oder wirklich geldintensiven Märkten sind. Und hätte man solche Werkzeuge schon gehabt, hätte man darauf zurückgreifen können. Da wir aber alle im Krisenlösungsmodus sind, lassen wir das Hätte jetzt mal weg. Insofern ist das richtig, was jetzt kommt. Und jetzt muss es aber auch schnell gehen und auch schnell bei den Leuten ankommen. Insofern ist, glaube ich, jedem mehr geholfen, wie wenn wir jetzt das politische Kriegsbeil auspacken. Florian, Sofortmaßnahmen sind das eine. Ich sage jetzt mal, nachhaltige Finanzierung für Startups ist das andere. Kannst du kurz den Leuten erklären, die die Vaira Germany nicht kennen, wie ihr Startups unterstützt und wie das jetzt in Corona-Zeiten weitergelaufen ist? Klar, gerne. Also die Vaira Germany ist der Innovationshub der Telefonica. Das erzählt man nun wenig zunächst mal, wie wir das machen. Ich glaube, wir haben vor ein paar Jahren eine ziemlich intelligente Lösung gefunden, wie wir Innovation in den Konzern bringen, um ehrlich zu sein, die Lösung. Ich glaube, wir machen das mittlerweile so gut wie kein anderer Innovationshub und kein anderer Konzern. Und zwar benutzen wir das Venture-Client-Modell, das die Vaira auch mit geprägt und erfunden hat. Das bedeutet, die Telefonica ist der Client und ist ganz normal ein Kunde eines Ventures, eines Startups. Das heißt, wir etablieren eine ganz normale Kundenbeziehung. In der Krise, und ich glaube, da haben wir uns als Vaira und auch Telefonica besonders hervorgetan, haben wir das sogar intensiviert. Ja? Denn sind wir ehrlich, was braucht ein Startup immer und vor allem in der Krise? Einen Kunden, der ihm Umsatz beschert. Und das heißt, wir haben unsere Scouting-Aktivitäten, um interne Probleme mit Innovationen von Startups zu lösen, noch verstärkt und haben so den Startups einfach Umsatz sichergestellt. Außerdem haben wir auch alle unsere Zusagen eingehalten. Das heißt, wir wollen extrem verlässlicher Partner auch sein und haben das jetzt vor allem in der Krise geschafft. Wir haben unsere Investitionstätigkeiten weitergemacht. Das heißt, wir haben jetzt auch in der Krise zwei Investitionen abgesegnet, obwohl Krise, weil wir eben in einer bequemeren Lage sind. Ich meine, die Telefonica spürt die Krise auch, aber wir sind in der Telekommunikation einfach in einer Industrie, die nicht ganz so hart getroffen ist, und haben sogar einen 500.000 € Kriseninvestitionsfonds aus der Taufe gehoben, wo wir eben in besondere Startups, wo die Technologie, die wir interessant finden, die aber von der Krise betroffen sind, von Corona, von Verzögerungen, von Projekten und so, dass wir in die, damit sie überleben, eben investieren können. Also ich glaube, da haben wir unsere Aufgabe und auch die Anforderungen, die das Ecosystem in München, aber in Deutschland und aber auch in Deutschland an uns stellt, definitiv erledigt und erfüllt. Was müssen denn Florian und vielleicht darauf Tina Startups tun, um sich für diese Krisenzeit aufzustellen? Also ist da auch, ich sage jetzt mal, die Umstellung des Fokus wichtig? Also Tina hat ja vorher angesprochen, dass es ja natürlich auch Bereiche gibt, die logischerweise große Umsatzrückgänge haben, während im Retail-Bereich das gut ist. Welchen Tipps, Florian und Tina, würdet ihr denn sozusagen Startups geben, denn die nächsten Wochen, Monate hoffentlich zu überleben? Ja, ich lache so ein bisschen, weil wenn Startups von uns im Portfolio zuhören, dann werden die sagen, er wiederholt sich wie eine Schallplatte oder wie eine Schallplatte. Und zwar Cashflow Management ist immer mein Nummer 1 Thema, wenn ich mit Startups zusammenarbeite. Sage ich immer, ihr müsst so tun, wie wenn ihr sicher wisst, die nächsten 9 Monate kommen keine neuen Aufträge. So müsst ihr euer Cashflow, euer Geld verwalten. Und das kann auch bedeuten, dass dann rauskommt, wenn man transparent herstellt, oh, mein Geld reicht nur 3 Monate, aber dann weiß man es und kann eben Gegenmaßnahmen einleiten, wie mit uns sprechen, dass wir irgendwie Auszahlungen vorziehen. Das ist möglich, wir wollen hier niemanden im Stich lassen. Oder den Hilfsfonds der Regierung mit den 2 Milliarden in Anspruch nimmt, indem man eben einen privaten Investor findet, der sagt, ich möchte, dass ihr überlebt, ich gebe nochmal Eigenkapital, ich investiere nochmal und die Regierung legt eben die Hälfte drauf. Das ist so meine Nummer 1 Sache. Cashflow, Transparenz, Cashflow Management. Tina hat Florian recht und ist eine Schallplatte die richtige, die man auflegen muss? Ja, jetzt will ich die Schallplatte nicht auch noch wiederholen, aber ich denke, das trifft es auf jeden Fall. Klar, also genauso wie jedes andere Unternehmen, egal welcher Größe, das sind die Methoden und Instrumente, mit denen die Startups jetzt auch arbeiten müssen, ne? Und ich kenne auch Startups, die im Zuge dieser Situation auch schon Leute entlassen mussten, natürlich. Also das gibt es und das ist genauso wie bei Mittelständlern, genauso wie bei großen Konzernen, muss jetzt jeder schauen, wie er, wenn er da Einbußen hat, finanziell.
finanziell wir da möglichst cashflow-mäßig möglichst lange zurechtkommen. Und vielleicht eine Sache auch nochmal, um das ist wirklich, wenn man merkt, dass die Investition notwendig wird, beziehungsweise vielleicht auch eine Anstand für die nächste Zeit, vielleicht schon mal ein bisschen früher sich doch wieder damit zu beschäftigen, Wagniskapital zu suchen, dass man einfach ein bisschen mehr Zeit einplant dafür. Der Staat als Auftraggeber ist ja unter Umständen auch in diesen Krisenzeiten gefragt. Ich habe heute in einem der relevanten Nachrichtenportale zu KI, nämlich dem Tagesspiegel Background Digitalisierung, ein Interview, das Oliver Voss mit Thomas Jatzombek, dem Beauftragten für Digitalwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, geführt hat. Und da würde ich Mario Brandenburg gerne fragen, weil ich zitiere jetzt mal, Jatzombek kritisiert die Vergabepraxis heute mit deutlichen Worten. Der Staat sollte endlich bei den Prestigeobjekten, auf Start-ups setzen, statt immer wieder auf klassische Großkonzerne wie Siemens, Telekom und Co. Aktuelle Negativbeispiele sind die Corona-App und digitale Bildung. Was sagt man denn als Liberaler zu solchen Sätzen, die aus dem BMWi kommen? Naja, es ist definitiv ja nicht falsch, auf die Startups zu setzen. Und die Corona-App, ich glaube, es gibt nochmal einen separaten Call. Die Bundesregierung hat, glaube ich, auf alles Mögliche gesetzt, nur nicht auf den Plan an der Stelle. Und insofern, glaube ich, ist man dann letztendlich einfach bei den Größten gelandet, damit die den Ausputzer machen. Insofern ist das hoffentlich nicht das Referenzmodell, wie wir in Zukunft Softwareprojekte machen. Das ist unser digitaler BER. Und natürlich ist es richtig, auf die Startups zu setzen. Zum einen auch auf den Lerneffekt auf Regierungsseite, weil man natürlich ganz klar sehen muss, dass ein Softwareprojekt anders abläuft, als ob man es mit einer SAP, einer Siemens, einer Telekom macht oder mit einem Startup. Und natürlich können die auch vieles liefern. Auch jedes Startup wird wissen, dass es Projekte gibt, die vielleicht auch einfach nicht gehen. Also so rational ist ja die Szene. Aber eine App ist wirklich eigentlich ein Positivbeispiel. Das ist jetzt wirklich keine Rocket Science, sondern an der Stelle hätte es geklappt. Aber ich glaube, da sind so viele Dinge im Vorlauf schiefgegangen, dass wir einfach nur noch froh sein können, wenn zum Schluss wirklich noch eine App rauskommt und die im Prinzip traced, aber nicht zu sehr in unsere Privatsphäre eingreift. Falco Moors, sozusagen als Vertreter einer Regierungspartei, ist die Vergabepraxis in Deutschland falsch? Benachteiligt sie Startups? Moment, so, jetzt bin ich gleich wieder drauf. Naja, ich glaube, dass mit Sicherheit öffentliche Vergaben, die ja auch nicht selten logischerweise darauf aus sind, mit Steuergeld vernünftig umzugehen, natürlich auch immer nochmal besonders vorsichtig damit umgehen, in vielleicht große Risikoanwendungen investiert zu werden. Deswegen habe ich auf der einen Seite Verständnis dafür und gleichzeitig glaube ich gerade solche, sagen wir, Fragen wie auch jetzt eine Corona-App oder andere innovative Fragestellungen, würden sich aus meiner Sicht sehr stark zumindest anbieten, kleine Startups mit ins Boot zu holen, gegebenenfalls eben dann auch mit anderen Partnern zusammen ein gemeinsames Projektmanagement aufzubauen und damit am Ende ja für beide Seiten auch was Gutes zu schaffen. Auf der einen Seite zu sagen, ich habe eine Verlässlichkeit in meiner Vergabe, eben auch was die Geldverwendung angeht, weil ansonsten sehe ich schon die FDP auch den Untersuchungsausschuss dazu fordern. dann eben auch sagen, ich will ja eine innovative und neue Lösung und matche das dann eben auch. Ich glaube, das könnte am Ende ja auch eine gute Situation für beide sein. Insofern, ich würde mir da auch mehr Flexibilität wünschen, finde es aber auch interessant, wenn Herr Jatzombek das jetzt fordert, dann bin ich gespannt, wie das Wirtschaftsministerium da auch entsprechend Tempo vorlegt und nicht nur ankündigt. Tina Klüver, haben denn Startups überhaupt große Chancen, sich auf, ich sage jetzt mal, öffentliche Projekte, Forschungsvorhaben zu bewerben oder sind einfach die Regulatorien einfach, ich sage jetzt mal, Startup-feindlich nach deiner Ansicht? Ja, also dazu kann ich einerseits persönlich antworten, da ich als Gründerin und Geschäftsführerin selber auch schon Forschungsprojekte mit beantragt und auch durchgeführt habe. Das ist natürlich, man muss dafür wirklich sehr viel Zeit und Kompetenz mitbringen. Und auf der anderen Seite gibt es noch den Aspekt der Konditionen. Also die Förderprojekte haben ja immer bestimmte Voraussetzungen, die Unternehmen mit erbringen müssen. Und dazu gehört in der Regel auch eine gesicherte Finanzierung beispielsweise. Und das genau ist ein Punkt, an dem leider sehr viele Startups mit ihren klassischen Wagniskapitalstrukturen eben nicht so mithalten können,
wie das jetzt, ich sag mal, situierte Mittelständler tun können oder Konzerne, die schon sehr lange in der Branche tätig sind und auf dem Markt sind. Und das ist definitiv ein Defizit, das wir sehen, auch aus dem KI-Bundesverband, dass unsere Mitglieder uns häufig berichten, dass das ihnen das sehr schwer macht, entsprechende Fördergelder zu beantragen und dass man da sicherlich noch nachbessern könnte aus unserer Sicht. Florian, Daniel, mit dem Startup. Ja, Entschuldigung, bitte. Lass mich da gerne bitte noch was hinzufügen. Auch hier aus persönlicher Sicht, auch als Gründer, aber auch jetzt als Geschäftsführer der Vaira. Ich glaube, Startup-feindlich oder nicht, ist, glaube ich, ein bisschen hart formuliert, aber man in den Bewerbungsphasen für diese Gelder, was schon immer wieder klar zu Tage tritt, ist, was die Dina gerade auch gesagt hat. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Startup-Förderung wird so angesehen wie ein Bankkredit wie ein Kredit des Staates an das Startup. Ne? Es muss sicher zurückfließen. Es muss sicher Erfolg haben. Und da werbe ich immer so für ein bisschen mehr Offenheit. Und deshalb finde ich diese 2 Milliarden, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, auch so toll, weil sie ein bisschen losgelöst sind, weil wenn wir einen Investor finden für das Startup und der Staat dann mitgeht, das ist zum Beispiel eine tolle Sache. Aber zu sagen, naja, ihr müsst sicherstellen, dass ihr die nächsten am besten 5 Jahre finanziert seid und ihr müsst diese und jene Formulare ausfüllen und braucht dazu 2 Wochen, dann muss man fairerweise sagen, Startup-feindlich ist das nicht, aber man muss das mal einzig überlegen. Ein größeres Unternehmen, ein gesetztes Unternehmen, wenn das eine Person einstellen muss, um dies zu tun, dann fällt das, was die Gesamtkosten angeht, nicht so ins Gewicht, wie wenn ich 2 Mitarbeiter habe, 3, 10 und dann nochmal einen einstellen muss, der den Antrag bearbeitet. Und das ist so ein bisschen, das ist nicht feindlich, aber es ist eine Hürde, wo per Definition größere Unternehmen einfacher drüber gehen können als kleinere. Falco und Mario, gibt es da in dieser Frage vielleicht eine, ich sage jetzt mal, sozialliberale Koalition, die Eintrittsmöglichkeiten für Startups dazu erleichtern? Also ich meine, man kann immer natürlich Absichtserklärungen und Ähnliches machen, aber das sind ja Gesetzgebungsprozesse, also Vergabeveränderungen im Vergaberecht. Das ist wahrscheinlich ähnlich kompliziert, wie die Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin umzuziehen, aber da sollte doch was geschehen, weil ich glaube, also wir hören ja auch, dass die Problemlagen bei beiden da sind. Vielleicht erst Mario und dann Falco. Ja, Falco hatte sich gemeldet insofern, aber ich will dazu auch noch was sagen. Ja. Aber er war schon hektisch. Dann alles klar, Falco, fang an. Gut, wie rum auch, ist glaube ich gleich. Aber ich glaube, wir müssen 2 Dinge unterscheiden. Ich glaube, das eine ist, wenn wir jetzt wirklich an klassische Vergabe denken, das heißt, der Staat hat eine Aufgabe, die zu realisieren ist. Das war das, wo ich auch eben argumentiert habe, was man zumindest bedenken muss. Und ich glaube, auch da können wir bei innovativen Projekten noch mehr auf Startups zugehen, damit eben der Staat auch wirklich als Auftraggeber in der Situation mit unterstützen kann. Ich finde, das andere ist das, was wir jetzt eben auch mit dem Rettungsschirm diskutiert haben oder was eben auch mit Dingen wie der KfW Capital zusammenhängt, wo in der letzten Wahlperiode ja auch schon die KfW Capital insbesondere dafür ins Leben gerufen wurde, um zu sagen, man unterstützt eigentlich von einer staatlichen Seite aus Finanzierungsrunden. Jetzt können wir über die unterschiedlichen Modelle auch reden. Wir haben jetzt eben bei dem Soforthilfeprogramm für Startups gesagt, dass wir eben privaten Geldgebern 50-50 beziehungsweise bis zu 70-30 eben komplementieren würden. Insofern glaube ich, ist das eine Antwort jetzt auf die Situation. Und wir haben aber ansonsten ja auch mit der KfW Capital, mit dem Hightech-Gründerfonds, jetzt können wir jetzt durchgehen, glaube ich, eine Menge an Instrumenten auch geschaffen, die eben sowohl in der Beantragung wie auch in der Abwicklung dann nicht mehr so kompliziert sind. Insofern glaube ich, ist da einiges dazugelernt worden und unser Wunsch, das vielleicht nochmal als letzter Gedanke dazu jetzt auch, dass wir eben mit dem 10-Milliarden-Fonds ja eben auch es wirklich schaffen, noch mehr institutionelle Anleger, die ihr Geld im Moment eher, ich sage mal, nicht in Innovationen und Startups investieren, sondern im schlimmsten Fall auch noch mit Strafzinsen auf der Bank liegen haben, dass wir dort eben über entsprechende Dachfonds es ermöglichen und dort eben auch der Staat bestimmte Garantien gibt, dass wir dort eben ermöglichen, dass noch mehr Kapital einfach auch aus privater Geldgeberseite in den Markt gepumpt wird. Das ist zumindest das Ziel, was wir damit auch verfolgen. Hm.
Mario? Ich würde vielleicht noch um meinen Privateindruck gar nicht mal so sehr politisch. Ich bin ja auch aus der Wirtschaft quasi in die Politik gewechselt. Und das Ökosystem ist mit Sicherheit nicht startup-feindlich. Es besteht aber auch ganz wenig Verständnis für das, was da passiert. Und wenn man dann da rein wechselt und sagt, das ist eine gute Entscheidung, wir tun das und hat dann zum ersten Mal auf einmal Verständnis dafür, dass ein Rechnungshof dann hinten dran steht und und. Also das sind die ganzen Barrieren, die sieht man logischerweise auf der Wirtschaftsseite wieder nicht. Warum es eigentlich relativ schwer ist, in so einem System zu sagen, jetzt lass mal fünfe gerade sein, weil da natürlich Regularien im Hintergrund sind, dass es faktisch einfach nicht geht. Also selbst wenn sich jetzt hier die sozialliberale Koalition einig wäre, der Rechnungshof würde es wieder anders sehen. Und das zu durchbrechen, glaube ich, geht eben nur dadurch, dass es beginnt. Und deswegen ist sowas wie der Dachfonds so wichtig und deswegen sind eben auch Private-Public-Partnerships so wichtig, um das zu verstehen. Denn ich glaube, wir müssen ehrlich sein, die ganze Zeit war natürlich für Deutschland und die deutsche Industrie die KPIs Verlässlichkeit, wir waren sicher, solide, planbar. Und ich meine, das Game des Startup-Spielen ist ein anderes, ne? Das sind meistens dann the winner takes it all Märkte. Es geht immer darum, schneller zu sein. Und wenn man sich Staatsprojekte anguckt, Geschwindigkeit war da jetzt nie ein Benchmark. Und das sind aber durchaus Vorteile, die natürlich jetzt Sinn machen. Also eine Corona-Tracing-App, die 3 Monate schon wieder nicht da ist, das ist ein Problem. Also da ist Geschwindigkeit ein KPI. Und da bin ich sicher, dass da ein Startup auch einfach schneller wäre als ein alteingesessenes Unternehmen, das überhaupt erstmal gucken muss, wo kriege ich jetzt die Leute her, die das machen können und kriege die aus allen Projekten wieder raus. Und diese ganzen Lernzyklen, die braucht es eben, um dann zu Regularien zu kommen, die ein bisschen besser funktionieren. Und ich habe da auch große Hoffnungen in den Dachfonds und supporte das auch, weil letzten Endes der Staat lernen kann, wie ein Unternehmer sich verhält, der Unternehmer aber vielleicht dann letzten Endes auch ein bisschen mehr Geduld hat und weiß, okay, es geht ganz einfach nicht. Es gab auch mal Gründe, dass die mit dem Steuergeld halt nicht machen können, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, da der Weg zum Erfolg, dass beide Seiten miteinander arbeiten müssen. Ein wichtiges Thema, das du angesprochen hast, Mario, sind ja die Märkte. Ich glaube, der relevanteste Markt ist ja Europa. Und da kommt natürlich das Thema Europa, europäische Datensouveränität und Ähnliches auf. Also, dass Deutschland und Europa konkurrenzfähige und leistungsfähige und leistungsähnliche digitale Infrastrukturen und Produkte anbieten kann, wie in den USA oder in China. Die USA und China sind, ich denke mal, da sind wir uns relativ einig, schon sehr weit voraus, also gerade was Cloud-Dienste und Ähnliches eingeht. Tina, darf ich dich fragen, wie sieht denn für die Startups, haben die ein Interesse, dass es eine, ich sage jetzt mal, europäische Datensouveränität gibt? Würde das das Handling gegenüber Kunden erleichtern, beispielsweise in Deutschland? Dazu würde ich sagen, grundsätzlich den Startups würde ich das jetzt nicht direkt so unterstellen, aber die Kunden möchten es. Also die Kunden haben ein großes Interesse daran, auch mit Werkzeugen und Providern zu arbeiten, die in Europa bzw. Deutschland und Europa sind. Und da passen sich natürlich die Startups auch an. Also das gibt es sehr viel in der Szene hier in Deutschland, dass sich da Unternehmen auch auf europäische Systeme stützen und Eigenentwicklungen machen, um ihren Kunden da diese Sicherheit bieten zu können. Und gerade in diesem Aspekt der Datensicherheit finde ich ja auch gerade die Zeit in der Corona-Krise jetzt ganz interessant und spannend, weil ja gerade im Bereich der Gesundheit wir sehr viel damit kämpfen, Daten zusammen zu akkumulieren, damit gearbeitet werden kann mit KI. Das ist sehr schwierig eigentlich. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade jetzt in dieser Zeit es doch etwas besser klappt, ja, und sich manche Forschungsgemeinschaften zusammenfinden und auch Datenpools sich öffnen, um da mit zu arbeiten und helfen zu können. Und das ist natürlich eine große Chance auch. Also wenn wir da uns vielleicht auch was abgucken für die Zeit nach der Krise und auch für andere Bereiche als die Medizin. Florian, Telefonica ist ja ein europäischer Konzern. Wie seht ihr das bei Vaira und Telefonica? Hat Europa eine Chance, digital souverän zu werden, oder sind die USA und China schon so weit weg von uns? Naja, die Tina hat ja gerade schon die Antwort gegeben, ja. Also wenn wir Health nehmen oder Gesundheitssystem und auch die Startups, die dort tätig sind oder andere Startups, die in Bereichen tätig sind, wo die Daten einfach extrem sensibel sind, ist es nicht so, dass die Startups per se von sich aus sagen, wir wollen
dass die Daten in Europa bleiben, dass die nach europäischen Maßgaben geschützt sind. Aber die Kunden wollen es. Ja? Und wir wollen es. Ich will es und ihr wahrscheinlich auch. Und deshalb ist die Frage gar nicht so, wollen die Startups das? Aber es bedarf ja einer Infrastruktur. Und also ich sage jetzt mal, wenn man Cloud-Anbieter nimmt, also AWS, Google Cloud, Azure etc., sind uns, von der Leistungsfähigkeit und von der Größe natürlich weit überlegen. Es dauert doch Jahre, da hinterherzukommen, oder? Ja, deshalb habe ich mir gerade überlegt, ob ich mal sagen soll, naja, da müssen wir jetzt halt mal den Arsch hochbekommen, ja, also um da auch mal Deutsch zu reden. Das ist so was ich zu den Startups auch immer sagt, ne? Da muss man halt einfach dann ran und der Abstand wird jetzt nicht kürzer, wenn wir jetzt noch lange warten. Ja? Mhm. Und oder die wie weit uns die anderen Länder möglicherweise enteilt sind, wird jetzt nicht kürzer der Abstand, wenn wir jetzt noch länger warten. Also ja, brauchen wir und ja, ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass das ein Erfolg werden kann, weil wir es alle wollen. Ich würde auch lieber meine Daten auf einer europäischen Cloud haben als auf der Google Cloud, um es mal ganz klar auszudrücken, aber es gibt halt keine Anwendung und da komme ich auch zu einem kritischen Punkt, die UX, die User Experience hat in Europa, die ich mir wünsche und da müssen wir halt wirklich ein gutes Zeug bauen. Wer das dann miteinander macht, Private-Public Partnership oder ob es die Firmen miteinander machen, das ist doch egal. Hauptsache, wir kriegen es jetzt hin. Aber wenn es das dann gibt, glaube ich fest daran, dass wir davon profitieren. Weil es immer noch Leute gibt und Anwendungen, die wir selber kontrollieren wollen und wo wir wissen wollen, wo die Daten liegen. Eine Frage aus dem Publikum ist beispielsweise, Falco und Mario, zum Thema Europa. Die KI-Strategie der EU-Kommission, weckt das Hoffnung oder sieht man da eher das mit negativen Konjunktionen? Also ist es, ich sage jetzt mal, ein Papier, das wieder gemacht worden ist oder habt ihr das Gefühl, dass in Europa wirklich Bestrebungen unterwegs sind, zum Thema Datensouveränität nach vorne zu kommen? Wie schätzt ihr beide die Situation ein? Fangen einfach mal ich an, Falco sieht noch so schweigend aus. Also die Bestrebungen, die gibt es und die muss es auch geben, denn es ist ja in der Tat so, durch nichts tun wird es nicht besser, das stimmt und ich glaube, viele haben jetzt auch verstanden, dass es sein muss und es gibt Gaia X, auch wieder jetzt ein Regierungsprojekt, das der Oppositionspolitiker nennt, das ja vieles versucht im Prinzip an der Stelle zu verbessern und einfach mal anzufangen, verschiedene Firmen, groß, klein, Staaten mit an einen Tisch zu holen. Ich glaube, allein dass so etwas geht, also dass da die Player sitzen, dass die Kleinen mit den Großen sitzen und die sich ernsthaft drüber austauschen, wie müssen denn die Schnittstellen aussehen, dass es für uns beide fair ist, wie würden wir denn eine multinationale Entität gründen? Also diese Fragen an sich zeigen schon, dass alle Akteure verstanden haben, dass wir an einem Punkt sind, wo wir entweder jetzt reagieren oder ganz einfach der Zug dann abgefahren ist. Wie gut die Strategie an sich ist und wie gut die sich mit den 27 Einzelstrategien vereinen lässt, naja, auf der anderen Seite bin ich als Liberaler auch der Meinung, dass die Innovation eben wirklich von den Leuten, von den Startups und von den Menschen und uns, die letztendlich den Markt darstellen, kommen muss und nicht unbedingt in einer politischen Roadmap geschrieben werden muss. Insofern bin ich jetzt nicht mit allem glücklich, finde es an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ambitionslos. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass es mal ein Rahmenwerk gibt, unter dem wir uns sicher sind, dass wir das wollen. Und ich glaube wirklich, dass wir da eine Chance haben, nicht im Sinne von, dass wir jetzt auf einmal günstiger anbieten wie AWS oder dass wir jetzt unser eigenes Google haben. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht, weil wir eine ganz andere Struktur haben. Aber ich komme selbst aus dem Software Development. Wenn ich jetzt wüsste, ich brauche irgendeinen Service und klar gehe ich dann jetzt zu den Zugpferden, weil das ist am besten dokumentiert, da sind die meisten Leute. Wenn ich aber wüsste, ich will irgendeinen, was weiß denn ich, einen Service für Wetterdaten und würde sehen, oh cool, ein portugiesisches Startup macht das auch in richtig gut, würde ich den nehmen, dann würde ich den verbauen. Nur, wir haben ja noch nicht mal im Prinzip eine Directory, wo wir das alles, wir haben noch nicht mal eine Beschreibung des Marktes. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir haben. Und insofern, glaube ich, sind da relativ viele Quick-Wins drin, allein aus dem Grund, dass wir es tun. Und ich würde auch nicht mit dem Anspruch rangehen, dass wir ein Google haben, weil wenn wir Deutschen ein Google haben, dann sagen die Franzosen, wo ist unser Google? Also Europa ist föderal, selbst Deutschland ist föderal. Ich lebe hier in Rheinland-Pfalz und finde es hier schön. Ich glaube, wir müssen eigentlich die Struktur, dass wir Hidden Champions haben,
schön, dass es überall irgendwie ein bisschen schön ist. Das müssen wir retten, weil wenn wir letztendlich rausgehen und haben dann nur Berlin-Hamburg und die Franzosen haben nur noch Paris, dann spiegelt es, glaube ich, nicht Europa wider. Und im Prinzip haben sich aber genau das beispielsweise die USA ja gebaut. Also wie soll ich sagen, bei allem Anerkennen der Leistung und auch wirklich der Technologie, die hinter Amazon und Google steckt, nicht alles, was das mit sich gebracht hat, glaube ich, ist eine optimale Lösung, die man auf Europa übertragen kann. Falco, wie siehst du A, das Kommissionspapier und zum anderen die Chancen für eine europäische Datensouveränität? Mikrofon, lieber Falco, ich glaube, wir hören dich gerade nicht. Du hast dich wahrscheinlich stumm geschaltet. Jetzt, Mikrofon, dein Ja, Mikrofon eigentlich hören. bin ich jetzt Ja. zu hören. Okay. Ja, ich sagte gerade schon, es gibt auch immer so 5 Sekunden Versatz zwischen dem, wo ich schon sehe, es wird geredet und dann kommt der Ton an. Also Verzeihung für die kleine Verzögerung dann auch in meiner Reaktion. Ich glaube, die Strategie der Europäischen Kommission zeigt uns ja, finde ich, schon mal den Handlungsrahmen und zeigt auf, dass wir eben mit einem Markt am Ende auch von den über 400 Millionen, die wir in Europa insgesamt haben oder in der Eurozone ein bisschen weniger, aber dann haben wir eben doch eine große Chance, als Player hier aktiv zu werden. Wenn wir es schaffen, in unserer Strategie auch Investitionen und Entwicklungsschwerpunkte zu bündeln, dass wir dann auch mithalten können. Ich glaube übrigens nicht, dass der Erfolg der Strategie jetzt darin liegen kann, irgendwie da besser werden zu wollen, wo China oder die USA schon losgelegt haben. Aber wenn wir begreifen, wo unsere Stärken sind, und ich glaube, das kann ja auch eher ein Weg sein, den wir immer für Deutschland beschreiben, eben zu begreifen, dass wir eine gute Industrie haben, also dass wir eben dort einfach auch eine Macht sind, auch eine Weltmacht sind, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und dann aber auch zu sagen, wie schaffen wir es mit dem, was wir im Mittelstand, mit dem, was wir in Startups haben, eben genau das, was wir haben, eben zukunftsfähig zu machen. Dann glaube ich, fangen wir auch nicht an, Dinge zu kopieren, sondern eine eigenständige Strategie hier zu verfolgen. Und ich glaube, das ist viel, vielversprechender, so wie ich als Unternehmen ja auch eher überlege, was kann ich eigentlich, welche Nische ist für mich die richtige, wo kann ich mich rein entwickeln, was kann ich besser als andere? Und nicht überlegen, wer ist denn eigentlich der Größte am Markt und dann mache ich das mal genauso wie der. Das ist, glaube ich, jetzt auch selten eine Erfolgsstrategie. Insofern würde ich sagen, ja. Ich halte was von der europäischen Strategie. Ich glaube, wir können sie noch mal ein bisschen konsistenter mit den Strategien der Mitgliedsländer hinbekommen. Da gebe ich Mario auch recht. Aber wir haben damit gute Schwerpunkte gesetzt und insofern bin ich da nicht so skeptisch. Ein Punkt, Falco, ich sage jetzt mal, bei zum Thema europäische Datensouveränität, was ja die Regierung und damit auch, denke ich mal, auch die Regierungsfraktionen mittragen, ist ja das Thema Gaia-X. Könntest du vielleicht in kurzen Worten beschreiben, was Gaia-X eigentlich will und wo es so hinführen soll? Ja. Also Mario hat ja eben auch schon ein paar Stichworte dazu gegeben, die kann ich eigentlich jetzt nur wiederholen, aber die Grundidee ist ja zu sagen, eben nicht ein einzelnes Unternehmen dort sag mal, voranzubringen, sondern ein Konsortium zu gründen, mit verschiedensten Playern verschiedenster Größen zusammenzukommen, um damit eben dann wirklich auch Cloud-Strategien, Cloud-Anwendungen, Cloud-Anbieter in Europa aufzubauen und eben wirklich auch hier unter unseren Maßstäben von Datenschutz und Datensouveränität Player zu, sag ich mal, marktfähigen Konditionen auch an den Start zu bekommen. Und ich meine, das ist ein Vergleich, den ich oft nicht mehr hören kann, aber zu sagen, das, was man an anderer Stelle mit Airbus geschafft hat, ich finde immer diese, wir wollen den Airbus in dem Bereich jetzt gründen, das nervt mich irgendwie als Vergleich, weil es hat irgendwie auch 30 Jahre gedauert und so lange sollte man nicht sein, brauchen. Aber die Idee ja zu sagen, ich kann etwas vielleicht national nicht alleine, weil ich dafür eben zu klein bin, um auch die Innovationskraft auf die Straße zu bringen. Und das mache ich in einem europäischen Verbund. Das finde ich, ist eine Strategie, die ich zumindest für Europa und auch als größtes europäisches Land für absolut, sagen wir mal, positiv und weiter zu verfolgen ansehe. Ja, Daniel, lass mich auch hier noch kurz was hinzufügen. Was der Mario vorher gesagt hat und der Falco jetzt, ich sehe es auch so, das möchte ist mir noch wichtig. Wir müssen nichts kopieren, ne? Es gibt, jeder kann das, was er gut kann. Und wir sollten nicht anfangen, jetzt eben die Search Engine Google zu kopieren oder so. Sondern genau, was der Falco dann am Schluss auch gesagt hat, ne? Ich meine, was können wir gut, ne? Und wo glauben uns die Leute als Europa
vielleicht auch, dass wir das besonders gut können. Und das ist Datensouveränität, Datensicherheit, Data Security, Datenschutz. Und da was zu haben, wo wir uns absetzen, das ist was ich vorher meinte. Da würden wir wirklich einen Mehrwert schaffen, weil wir eben auch auf der anderen Seite, und das ist immer das Allerwichtigste, auch Kunden haben, die das, glaube ich, wollen. Bei allem, was brauchen wir, sollten wir uns immer mal fragen, was ist das Geschäftsmodell, wer soll das holen, wer soll das kaufen? Und für diese Datensicherheit würden Leute definitiv bereit sein, und nicht nur Leute, sondern auch Firmen, eben auch vielleicht den Cent mehr, den die europäische Cloud kosten würde, auszugeben. Und das wollte ich nur noch hinzufügen. Tina, ja, wie siehst du denn Gaia-X als Mitglied der Enquete-Kommission und im Bundesverband natürlich auch damit befasst? Große Chancen bei Gaia-X, wo siehst du die Chancen, riesigen Probleme? Ja, also ist ja jetzt auch schon vieles genannt worden. Das sind auch alles, glaube ich, ganz, ganz wichtige Aspekte. Ich wollte noch mal kurz an Falco da auch anknüpfen, um die Wichtigkeit von der europäischen Initiative auch doch mal zu bestärken, aus meiner Sicht. Da ja einer der Vorteile tatsächlich, wenn man mal mit Amazon Cloud-Kunden spricht, dann wird ganz häufig genannt, ja, ich kriege denselben Service, ich kriege dasselbe Angebot, egal ob ich das in Singapur mache, in Deutschland oder in den USA. Und ich kann mich darauf verlassen. Und dieses grenzüberschreitende Angebot ist, glaube ich, gerade für uns im europäischen Kontext auch ganz entscheidend, damit wir eben jene Unternehmen unterstützen können, die europaweit auch aktiv sind. Und das ist etwas, was in der Idee unbedingt mitgedacht werden muss, aus meiner Sicht. Ansonsten bin ich da absolut der Meinung, dass das eine grundsätzlich auch für Startups und die KI-Branche ganz relevante Entwicklung ist. Es gibt ja auch auf der Gaia-Plattform das Layer der Softwareanwendungen, die es da zur Verfügung geben soll. Und ganz viel dieser Software, die da schon frei zur Verfügung stehen soll, sind ja auch KI-Komponenten, damit eben auch verschiedene Unternehmen im Kontext als Benutzer von Gaia die Möglichkeit haben, mit diesen Technologien zu arbeiten und die einzusetzen, ohne dafür direkt selber zum Experten zu werden und die bauen zu müssen. Und ich glaube, das ist sowohl für die KI-Branche in Europa eine große Chance, da sie dadurch sichtbar wird und ihre Komponenten auch in den Markt kriegt. Und zum anderen auch für die Unternehmen eine große Chance, da sie dann in der Lage sind, diese innovativen Technologien auch einzusetzen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Mario, du hast ja sozusagen ja Erfahrung von deinen Vor-Bundestagszeiten mit einem europäischen Technologiekonzern. Ist Europa dafür aufgestellt, also auch diese Lösungen zu bringen, also keine Google Cloud zu kopieren, sondern einfach, ich sage jetzt mal, in Datensicherheit und Ähnliches auch Kunden zu überzeugen? Weil ich glaube, eines der großen Probleme ist wirklich, dass KMUs, ich sage jetzt mal der klassische pfälzische, schwäbische Familienbetrieb, sich immer noch von Cloud-Geschichten und KI noch nicht überzeugen hat lassen in weiten Teilen. Wir hören sehr oft von Startups, dass das noch ein weiter Weg ist, ich sage jetzt mal, die klassische Wirtschaft dazu zu überzeugen. Also das kann und muss ich natürlich so teilen. Ich habe da erst programmiert, dann Beratung gemacht, zum Schluss im Vertrieb und immer an der Cloud-Sparte. Und das hat sehr viele Diskussionen gekostet. Auf der anderen Seite, das hast du in deinem ersten Satz ja gesagt, wir hatten da eine US-Großbank, die quasi die Cloud-Lösung in Europa, also Deutschland, gehostet haben wollte, die Latenz akzeptiert hat, weil sie gesagt hat, nee, also das ist ja genau uns egal, die sollen warten, aber wir wollen selbst sagen, es ist in Europa. Also es ist in beiden Seiten Chancen da. Und technologisch gesehen, klar, da gibt es vielleicht Zweifel, aber wir spielen ja jetzt auch nicht unbedingt nur noch Cloud, ne? Wir spielen ja jetzt Edge, wir sprechen viel mehr über dezentral, was kann man wie machen. Und wenn wir die Interoperabilität ja hinbekommen, zum einen technisch und aber eben auch governanceartig politisch, dann spielen wir ja auf einmal wieder unser Spiel. Es geht ja gar nicht darum, das Spiel zu spielen, legt doch so viel Daten wie möglich in die Mitte und der ist dann der Größte. Da haben wir ja alle gerade keine Lust mehr drauf. Und das hat ja noch keiner ein anderes Spiel gebastelt, um quasi das Gleiche zu erfüllen, aber eben nicht zu dem Preis. Also wenn wir jetzt ein schönes, ich nehme mir das Beispiel, eine Dropbox, funktioniert super, perfekt, da kann man eigentlich nichts dagegen haben, außer dass das ganze Zeug halt bei einem Anbieter in den USA liegt. Sowas in verteilt, dezentral und vielleicht noch irgendwie mit einem europäischen Governance-Modell, wenn es genau so funktioniert, würde jeder nutzen, weil er weiß, naja, ist irgendwie besser.
aber wir haben es halt nicht gebaut. Also insofern müssen wir ab und zu auch uns fragen, ist es dann von der User Experience so gut oder haben wir es noch nicht auf dem Zettel gehabt? Deswegen natürlich kann Europa das. Und letzter Satz dazu, ich finde es immer lustig, also Startup oder wenn man auch ein Konzern ist, dann erzählt man sich immer, ja, die Kleinen, die sind so viel schneller, die sind diverser, da haben wir Großen ja keine Chance. Und komischerweise, wenn es um Technologie geht, sagen wir, oh, Amerika ist so groß, China ist so groß, da haben wir keine Chance. Also Europa, nichts Geileres. Wir sind irgendwie 20 Sandboxes, wir haben bei Internationalisierung Vorteile, wir können ja alles testen. Wir haben nur noch kein Arbeitsmodell gefunden. Das ist eigentlich das Problem. Ansonsten haben wir da eigentlich die ganzen Vorteile, die wir bei klein gegen groß immer nennen, die haben wir. Nur haben wir es halt noch nicht geschafft, im Prinzip uns zu einigen, wie wir spielen. Und deswegen, auch wie gesagt, wenn es einem Oppositionspolitiker schwerfällt, bin ich ja Supporter von Gaia, weil ich eben hoffe, ne, dass diese vielen Dialoge, die da stattfinden, transnational, groß mit klein, genau uns zeigen, dass wir eigentlich alles haben. Und die Märkte IoT, Machine Economy, das ist alles noch offen. Da haben wir die Skills, da haben wir die Daten. Das ist alles per se eher dezentral. Also um Märkte mache ich mir keine Gedanken. Es scheitert dann, wenn es scheitert, leider glaube ich eher an uns. Ein Blick auch auf die Zuschauerreaktionen zeigen, dass die meisten Responses kamen zum Thema Startups und die Möglichkeiten an Aufträge zu bekommen, also auch Fördermaßnahmen und Ähnliches, dass da die Restriktionen da noch zu hoch sind. Und ein weiteres Startup schreibt hier höchstwahrscheinlich an den Florian, nach welchen Kriterien, also höchstwahrscheinlich nicht ganz uneigennützig die Frage gestellt, nach welchen Kriterien werden denn die Startups für Vaira ausgesucht und was muss man tun, um sich bei euch zu bewerben? Also sozusagen den... Klar, kann ich kurz beantworten. Spielt mir natürlich in die Karten die Frage. Ein bisschen, ja, schon klar. Ja, also zunächst einmal ist es klar, wir suchen Kunden oder wir suchen Startups, von denen die Telefonica Kunde werden kann. Das heißt, die müssen einen Telco-Bezug haben. Dann müssen die mindestens mal schon ein MVP haben, also mal ein funktionierendes Produkt. Im besten Falle haben sie auch schon Kunden. Wir als Konzern können durchaus das auch mal das Kaninchen sein, das Versuchskaninchen, aber es ist natürlich schöner, wenn es so ein bisschen Traction gibt, aber wir machen auch das Versuchskaninchen. Und dann ist es so, haben wir bestimmte Felder, in denen wir scouten, aber das ist mir nochmal wichtig zu sagen, das ist mir gar nicht so wichtig. Alles, was Cutting Edge Technology ist, kann sich bei uns bewerben. Natürlich gibt es so Felder wie 5G, wir suchen 5G-Technologien, damit unser 5G-Netz noch besser wird, noch variabler. Wir suchen AR, VR-Technik, die wir eben im Customer Service beispielsweise einsetzen. IoT, damit wir unseren B2B-Kunden solche Sachen liefern können. Also bestimmte Felder und die Kriterien, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, sind gar nicht so streng. Im besten Falle ist es ja bei uns nämlich so, und das auch vielleicht nochmal zum Verständnis, und deshalb funktionieren wir als Vaira auch so gut, als Innovationseinheit, die Telefonica in Form von Business Units kommt auf uns zu und sagt, hier haben wir ein spezifisches Problem, das wir aus eigener Innovationskraft von Ihnen nicht lösen können. Bitte, lieber Florian, mit deiner Vaira, dafür haben wir als Telefonica euch gegründet, such mir ein Startup, was mein Problem von außen löst. Und das, deshalb kann ich das immer nur schwer sagen, was wir gerade suchen, weil die Business Units auf uns zukommen, aber habe ich ja vorher schon gemacht. Und wie, ist auch ganz einfach, auf der Website vaira.org oder .de, beides geht, und dann einfach auf Apply drücken. Okay, dann kann man sich da bewerben. Falco und Mario, bei unserer Abschlussrunde, es ist jetzt natürlich ein bisschen fies zu fragen, sozusagen, wie wird sozusagen Ende 2020 die wirtschaftliche Lage in Deutschland aussehen? Ich glaube, operieren da alle mit Zahlen. Aber wie schätzt ihr ein, wird jetzt nicht nur im Digitalbereich, sondern generell diese Corona-Krise einschlagen? Und auf was müssen sich Startups oder die Digitalwirtschaft gefasst machen, nach eurer persönlichen Ansicht? Falco? Gut, ja, ich kann gerne den Anfang machen. Wenn ich jetzt eine kluge Antwort gebe und die zutrifft, dann kann ich mich wahrscheinlich bei den Wirtschaftsweisen hinterher probieren zu bewerben. Aber das ist natürlich irgendwie die Frage ist, glaube ich, die sich alle stellen. Ich fürchte tatsächlich, dass wir in der Wirtschaft einen in den, zumindest mal für unsere und die vorhergehenden zwei Generationen,
nie dagesehene oder nie erlebte, in Europa zumindest nicht erlebte Rezession erleben werden. Wir erleben das ja auch gerade, dass selbst dort, wo wir angefangen haben, Konsum wieder zuzulassen, einfach die Kaufzurückhaltung so enorm groß ist aus einer Unsicherheit heraus. Und die große Sorge ja auch ist, dass selbst wenn wir mit einem guten Konjunkturprogramm wieder wichtige Impulse in Deutschland setzen, wir so exportabhängig sind und das, was wir uns leisten können, viele unserer europäischen Freunde oder darüber hinaus eben auch nicht an Impulsen leisten können. Deswegen glaube ich, wird das eine höchst anspruchsvolle Zeit für uns. Dazu vielleicht auch der Punkt, deswegen halte ich das für so unglaublich wichtig, dass wir jetzt auch europäisch denken, wenn es darum geht, eben wieder Aufbauprogramme aufzulegen, wenn es darum geht, eben auch unseren europäischen Partnern im Süden Europas zu helfen. Wir werden das eben nur auch für uns als Deutschland hinkriegen, wenn wir europäisch und darüber hinaus eigentlich eine Wirtschaft wieder aufbauen. Was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, jede Krise hat auch eine Chance, so ist das. Ich glaube, in dem Fall haben wir eine Chance für die Digitalisierung. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, alle erlebt, wie angewiesen wir auf die Digitalisierung waren, wo es kneift, aber auch was noch möglich ist, wenn man ein bisschen pragmatischer unterwegs ist und damit vielleicht auch ein bisschen Start-up-freundlicher unterwegs ist, als wir das sonst sind. Ich hoffe, dass wir uns davon was mit rüber retten können in die Nach-Corona-Zeit und uns überlegen, so, hey, was hat uns eigentlich, ich sag's mal, flapsig ein bisschen den Arsch gerettet an manchen Stellen, dass wir pragmatisch waren, dass wir Netze hatten, die dann irgendwie doch funktioniert haben, obwohl wir es vorher nicht gesehen haben. Und dann sagen so, hey, da brauchen wir jetzt vielleicht auch nochmal Dinge, die wir jetzt improvisiert haben, dann im zweiten Schritt etwas stabiler, etwas größer und dass wir vor allem nicht gegen die Krise ansparen, sondern dass wir bereit sind zu investieren. Das, glaube ich, muss das sein, was wir rausretten. Aber es wird heftig. Ich glaube, da darf man sich keine Illusion hingeben. Und das, was vorhin zum Thema Cashflow-Management gesagt wurde, ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, nicht irgendwie pessimistisch zu sein, aber ehrlicherweise schon auch realistisch die eigene Situation einschätzen, um dann vielleicht auch die Kreativität mitzubringen, wie ich da rauskomme. Mario? Ja, zwei Dinge besorgen mich. Also zum einen das, was Falco gesagt hat. Ich glaube, dass es unsere europäischen Freunde wesentlich härter treffen wird als jetzt unsere deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Zum einen, weil natürlich ganz einfach der Staat, man sieht es ja auch an den Rettungspaketen, da deutlich anders agieren kann und retten kann wie in anderen unseren Ländern, die beispielsweise auch tourismusabhängig sind und vielleicht einen Komplettausfall haben. Und zum Beginn hat Tina was Kluges gesagt. Das ist nämlich auch ein Problem, dass Innovationsprojekte im Moment abgespart werden. Und letzten Endes vertagen wir damit natürlich das dicke Ende auf ein, zwei Jahre, weil wir kommen leider nicht aus einer Innovationsführerschaft, zumindest mal nicht im Technologiebereich. Und das Auto- und Bierbrauspiel neigt sich dem Ende zu. Also das wird nicht die Zukunftsindustrie sein. Und insofern, wenn wir jetzt natürlich an der Ecke sparen, wo wir hoffen, dass sie uns dann in Zukunft trägt, dann wird es problematisch. Und insofern, glaube ich, ist es schon auch ein Stück weit an der Politik, sich jetzt clever zu verhalten. Also ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man 11.000 Euro in die Autoindustrie stecken muss oder eben andere Dinge begünstigen. Aber die Weichen, die wir jetzt setzen, werden letztendlich dann zeigen, ob wir was Zukunftsfähiges über die Zeit gerettet haben und nicht. Dass es an Innovationen nicht fehlt, dass es wirklich auch von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland nicht fehlt. Die sind super fleißig. Es ist, Falco hat es ja gesagt, allein was jetzt schon passiert ist. Also ich habe eine virtuelle Weinprobe gemacht, ne, weil die Winzer jetzt nicht mehr ihre Stuben aufschließen dürfen. Geht auch, wunderbar, also macht sogar auch Spaß. Und ne, Winzer hatten damit nichts zu tun, hosten jetzt auf Plattformen, haben virtuellen Sommelier und. Alles passiert in 2 Monaten. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Nur müssen wir halt in Berlin dann auch die Weichen stellen, dass wir ein bisschen die Branchen, die in Zukunft tragen, pushen und jetzt nicht uns so sehr auf die Vitalfunktionen konzentrieren, dass wir letzten Endes dann in 3 Jahren halt das Problem haben, dass die Chinesen hier auf Einkaufstour gehen. Letztes Wort für Tina Klüver. Wie siehst du das KI-Ökosystem am Ende des Jahres? Vielleicht eine kurze Einschätzung. Eher positiv, eher optimistisch, eher pessimistisch? Wie würdest du das einschätzen? Ich kann mich da auch anschließen, was Falco und Mario gesagt haben. Letztendlich ist schon damit zu rechnen, dass in den Branchen, denen es jetzt schlecht geht, auch eben diese Innovationsprojekte halt massiv nach hinten geschoben werden.
Und das wird sich bemerkbar machen, davon müssen wir ausgehen. Und das wird sicherlich auch das ein oder andere KI-Startup leider nicht überleben. Und da muss man sich sehr genau Gedanken machen, wie man eben mit solchen Mitteln wie beispielsweise die 2 Milliarden Corona-Rettungsschirm für Startups dann helfen kann. Und ganz wichtig ist deshalb auch, dass eben genau die bürokratischen Anforderungen an diese Kredite und Unterstützungen eben auch angemessen sind, was Startups leisten können. Und von den Konditionen so sind, dass sie es die Startups eben auch gut beantragen können. Das ist, halte ich für ganz, ganz entscheidend. Und wenn das gut funktioniert, dann denke ich, haben wir gute Chancen, am Ende des Jahres auch noch unsere innovativen Firmen noch im Portfolio zu haben. Und hoffe, dass dann vielleicht die Unternehmen auch wieder wagemutiger werden und Innovationsprojekte durchführen. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, da entsprechende Anreize noch zu schaffen, indem man beispielsweise, ich sag mal, Gutscheine vergibt, mit denen dann Unternehmen angeleitet werden, auch solche Innovationsprojekte jetzt einzugehen. Vielen Dank. Ich danke dem Panel. Ich danke Florian Bogenschütz, Tina Klüver, Falko Moors und Mario Brandenburg. Und ich danke den Zuschauerinnen und Zuschauern dafür, dass ihr ja heute mit dabei wart. Unsere nächste Basecamp-Veranstaltung, entweder on-air oder wirklich dann wieder in Berlin, das sehen wir noch, ist im nächsten Quartal. Kriegt dann auf jeden Fall über die üblichen Wege natürlich Bescheid. Danke an die Panelisten, dass ihr teilgenommen habt. Es war eine klasse Diskussion. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Und wir verabschieden uns und natürlich mit dem klassischen Spruch: Bleibt gesund. Danke und macht's gut und tschüss.